Hallöchen Leute, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chrono Trigger. Beim letzten Mal haben wir es geschafft, das Zeitalter der Reptiten auszulösen. Und heute dürfte unsere Aufgabe darin bestehen, Azala zu besiegen. Welches davon war das? Das hier, oder? Das ist die Vergangenheit. Die graue Vergangenheit. Gut. Bin bereit. Aus dem Wolken zu fallen, schätze ich. Gut, dann kann ich dir nämlich den eben geben. Du bist gut ausgerüstet, du auch theoretisch. Aber da werden wir sicher noch mal was dran ändern. Hi Jungs. Bye. Ihr Vögel. Okay, wir sind definitiv nahe dem Ende angelangt. Das sollte keinen verwundern, weil wir haben den Endboss schon diverse Male gekillt. Ohne meist größere Probleme. Aber, ja. Er ist doch lästig. Wenn man ihn des Öfteren besiegt, ist er lästig. Mach die einfach fertig. Hab keine Zeit für ihren Schwachsinn. Denn, ja. Wir müssen Sachen erledigen. Und zu diesen Sachen gehört uns ausruhen im Häuptlingszelt. Denn wir brauchen unsere TP und MP für Kram. Ja, das ist richtig. Kram. Echt unspezifisch, ich weiß. Aber so ist das halt. Gut, wir müssen zu dem Ort des Feuers und das dürfte hier sein. Reptiten-Kino entführen, Reptiten alle töten, die gegen Reptiten sein. Wir mit denen reden müssen. Und dann holen wir uns den Pterodactylus. Dann. Pterosaurus. Gut. Wir werden uns so kümmern. Um den Pterodactylus. Hinfort. Dann ist die Frage, wen nehmen wir mit? Ich würde sagen, ist sowieso irrelevant. Es gibt keinen Gegner hier, der uns in irgendeiner Form so weit gefährlich werden könnte, dass wir Probleme kriegen sollten. Frage ist halt nur, wen nehmen wir gegen Lavos am besten mit? Oh. Gäbe eine Menge Möglichkeiten. Aber ich denke, wir werden auf, ja, entweder darauf setzen, dass wir das mit Ayla und Male machen, oder aber mit Glenn und Male, weil wir brauchen die Heilung. Und theoretisch wäre Glenn die bessere Wahl, weil er hat Massenheilung. Aber er hat halt ein, ja, das hatten wir halt schon. Ich denke, deshalb könnte das lustig werden, wenn wir Ayla mitnehmen. Es ist halt, wir müssen Male mitnehmen, weil die so eine gute Wiederbelebung hat.
deswegen können wir es uns nicht wirklich leisten ohne sie. Die Frage ist halt, wie rüsten wir die dann aus? Das wäre eine gute Frage. Tatsächlich denke ich auch drüber nach, ob wir das einfach ohne Male machen. Weil da könnten wir Glenn auch mitnehmen. Das sind alles noch Überlegungen, die ich habe. Wir werden schon sehen, wie das rauskommt. Oh ja, Schutzengel. Tricera-Panzer, der ist aber schwach, richtig? Ist der gleiche wie damals, ja. Gut. Auf den können wir getrost verzichten. Hi. Natürlich bei was anderes ja, was anderes brauche ich zu euch nicht mehr zu sagen. Okay, was? Oh, wir sind oben. Yes. So weit, so gut. Nimm das Teleskop, das braucht nämlich niemand. Und du nimm Goldkreole, weil die niemand braucht. Ja, wir unterstützen dich. Auf geht's, stürmen wir Burg Tyranno. Okay, Repetiertritt oder 3D-Attacke? Oder Gnadentritt? Nehmen wir das erstmal. Gucken wir das da gleich an. Oh ja. Cinematische Cutscene. Fertigkeiten. Gnadentritt, Blitzgar, Eisgar. Trippeltritt. Repetiertritt ist das gleiche und 3D-Attacke. 3D-Attacke dürfte das Schwächste sein, also. Aber ja, die sind alle nicht so das Wahre, würde man behaupten. Der Tornado halt auch nicht, deshalb, ja. Oh, warte kurz, warte. Ich muss mal auf was anderem gucken. Nämlich hier irgendwo. Gibt's das hier? Ich glaube nämlich nicht. Aber ich will mich vergewissern, weil. Gibt ja diese neue. Ja, Verwerfung. Und ich dachte, vielleicht hätten die hier eine, aber nein, natürlich nicht. Damit werden wir warten müssen, bis wir halt, ja, alle haben. Ich denke darüber nach und tatsächlich könnte das die beste Konstellation sein. Weil ihr beiden, ihr müsstet durch
Schlabberkuss. Eine, ja, eine sehr gute AOE-Heilung haben. Und Glenn fungiert dann so ein bisschen als Heiler und so, und Heiler als zusätzlichen Damage. Mach mal einen Falkenhieb und dann klappt das schon. Außerdem sollten wir es schaffen, dass Glenn und Ayla gleichzeitig recht geschwächt sind. Dann können die nämlich mit dem Froschklatscher und dem Diplodocus den Leuten ordentlich auf die Fresse hauen. Weil das nämlich auch als physischer Angriff gilt. Falkenhieb. Und das könnte das Ganze sehr einfach machen. Wenn wir ehrlich sind. Das könnte recht einfach werden. Wir lassen die Meute frei. So weit, so gut, würde ich behaupten. Hi. Machen wir weiter damit. Verzeiht, ich muss eben was trinken. Okay, so weit, so gut. Nun zu dir. Oh, Vorsicht. Ihr stellt euch echt nicht so gut hin. Das muss man sagen. Ihr seid echt keine Strategen. Hey, wir retten dich. Keine Sorge, wir retten dich. Okay. Was auch immer. La Ruba. Bam. Als ob. Ja, das gucken wir uns gleich an. Medium Äther, so weit, so gut. Noch läuft alles nach Plan, würde ich behaupten. Okay, jetzt die andere Seite öffnen. Und dann gehen wir weiter. Gut, hätten wir die erledigt. Oh, hi. Was geht ab? Falkenhieb! Der ist nach wie vor einfach solide. So, dann sollte ich aber mal gucken, was ich dir an Ausrüstung geben kann. Mehr kritische Treffer, 50%ige Konterchance. Das ist eigentlich gut. Dann gebe ich dir die Prismenkappe und die Universalhelm und dann sollte es laufen. Oh, ich erinnere mich dran. Hi, Leute. Hi, Leute. Oh. Doch nicht bei. Oh. Wie kannst du es wagen? Blitzbiss. Und Sprunghieb. Stirb, du Sack.
Okay, da kommt man wirklich so einfach raus. Ja, gut. Ich meine, wer baut so ein Gefängnis? Das macht doch keinen Sinn. Und warum greifen die mich nicht an? Okay, soweit so gut. Lass mich weitermachen. Und zwar wieder die altbewährte Taktik Falkenhieb und Go. Es ist halt auch recht effektiv. Was soll man machen, ne? Wenn es halt effektiv ist, machen wir da die große Attacke. Auch sehr effektiv. Auch sehr effektiv. Oh, ich erinnere mich. Mach dies. Und dann mach den Blitzableiter. Wahrscheinlich den nochmal. Okay. Soweit, so gut. Wir müssen uns hier auch nicht weiter aufhalten, weil... Was sollen wir hier Großartiges kriegen? Oh. Hey, Jungs. Blitzbiss. Und du machst einen Sprunghieb. So weit, so gut. Was passiert mit dem anderen Knopf? Oh ja, ich erinnere mich. Gut, jetzt eine Speicherstätte wär's. Ist gleich dort hinten. Danke, dass du mich erst speichern lässt. Gut, gut, gut. Aber wir müssen dich trotzdem erst besiegen, hä? Gleich dort hinten ist nämlich auch hinter mir. Blitzbiss? Abwehr ist geschwächt. Und dann machen wir die Dreifachattacke. So simpel und einfach. Ach, liebe es. Gut, 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 gut. Ist ordentlich Damage, den wir austeilen. Das ist ordentlich Damage, den wir austeilen. Dann Blitzbiss und Sprunghieb. So weit, so gut. Es wird der Hammer. Mach das. Okay, das ist alleine ist schon ausreichend. Gut zu wissen, gut zu wissen. Ei. Nimm das, du Lamm. Gut, gut, gut. Oh, ich erinnere mich hier dran. Oh, falsch. Mach das. Okay, war das der richtige? Yes. Dann öffne,
Hier benutzen wir am besten nochmal direkt ein Zelt. Oh ja, damit reißen wir alles ein. Gut, gut. Denn wir müssen zu Azala. Hi. Azala. Nun ist vor allem vermeidbar nur eine Frage der Zeit. Reptiten oder Affen, wem ist es erlaubt, über die Welt zu herrschen? Dann, 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 Triceratops, Medium Äther. Oh ja. Ich erinnere mich. Hi. Färbe die Erde rot. Der Tyrannosaurus. Wie wär's mit der 3D-Attacke? Psychokinese. Oh nein, nicht die starke Psycho-Attacke. Oh nein. Blitzableiter. Azaras Rachesturz. Jetzt müssen wir mal kurz warten. Schwächt Abwehr, speichert Energie. Okay. Darauf können wir ordentlich Gegenabwehr liefern. Bye. Oh ja. Ich erinnere mich. Nein, wir wollen doch nicht. Das wollen wir doch nicht. Aber hier stürzt der runter. Dieser miese Parasit. Dieser miese kleine. Okay, der sollte raufen. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Oh Gott. Was hat der für einen Schutzpanzer? Feuer groß. Ja, wir müssen jetzt hier weg. Ganz schnell. Jetzt will sie ihn noch retten, aber schafft es nicht. Die Zukunft beschützen. Boots. Oh nein. Ich kenne das Geräusch. Das ist nicht gut. Ja. Darf ich bitte? Ich will doch nur vorspulen. Nein. Viel auf die Erde hinab, und zwar vor langer, langer Zeit. Vor langer, langer Zeit. Okay. Okay, allzu viel wartet nicht mehr. So. Ah,
Ein Portal. Okay, und damit müssen wir jetzt das Portal für das magische Zeitalter haben, oder? Ja, das, was dann auch versiegelt wird. Ja. Okay, aber da müssen wir halt noch nicht hin. Das ist zwar schön zu wissen, aber... Danke. Hier müssen wir hin. Okay, Ausrüstung. Du brauchst die Universalkappe. Du hast alles, was du brauchst. Du hast auch die Universalkappe. Und ja. Eigentlich würde ich ihm auch eine Universalkappe geben. So viel weniger. Oh Gott. Der macht so viel weniger Schaden dann? Wohl, 7. Die werden wir verkraften. Habe ich sonst noch was? Nö. Ah. Okay, also speichern. Darüber. Darüber. Und auf 19 und 20. Und dann gehen wir zum Lavos-Tag. Auf zum Lavos-Tag. Ein weiteres Mal. Ach ja. Dieser Endboss. Dios mio. Mann, bin ich froh, wenn das durch ist. Mann, bin ich froh, wenn das durch ist. Welch böse Hexerei ist das? Er stark! Viel, viel stark! Da-da. Da-da. Er ist gigantisch, Quark. Hi, Lavos. Ja. Und wie? Steh uns bei, Grandelion. Okay, das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir noch nicht hatten. Ich müsste nämlich ziemlich gut dabei abschneiden. Wenn ich den Falkenhieb benutze. Der sollte nämlich alle treffen und ausschalten. Genau bei dem auch. Magus könnte etwas schwierig werden. Da sollte ich vielleicht wechseln. Einzig und allein aufgrund der Tatsache, dass wir da eventuell Feuer brauchen. Da sollten wir möglichst breit aufgestellt sein. Repetiertritt, Gnadentritt, Tornado. Machen wir den Gnadentritt. Gucken, was dabei rauskommt. Okay, Angriffsmoduswechsel. Jetzt der. Ja, den können wir nicht so einfach treffen. Das würde ich behaupten. Dem würde ich zustimmen. Deswegen Zyklon. Ach ja. Hm.
Macht einfach normale Angriffe. Ist doch auch egal. Gut. So, dann brauchen wir Äther. Auch wenn es in erster Linie auch irrelevant wäre, ob wenn ich die krasseste Heilung benutze. Dadurch, dass wir ja immer den Speicherstand laden, bevor ich überhaupt zu Lavos gegangen bin, dürfte das keinen großen Unterschied machen. Lass mich die Verteidigung schwächen. Und dann drauf. Oh nein. Mach Blitzbiss und Trippeltritt. Bam. Okay. Jetzt kommt Magus. Das war... Da muss ich einmal kurz tauschen. Dann... Mach du Raserei. Und ihr macht die Explosivkette. Mal gucken, was dabei rauskommt. Okay, Wasser ist es. Ah ja. Jetzt wird's Blitz. Ja, ganz toll. Na, ganz toll. Dreckslavos. Blitzableiter. Bye. Blitzableiter und normaler Angriff. Nochmal. Okay, Angriffsmoduswechsel. Da müssen wir auch noch mal wechseln, und zwar zu ihm und ihr. Dann macht ihr den Tornado. Au. Sollte doch genug für den sein. Gut. Speichert Energie. Überladung bitte. Ach ja. Batz. Okay, Überladung. Weiter so, immer weiter so. Weiter Überladung. Schätze ich. Der ist tanky. Oh ja. Jetzt kommt der ja. Jetzt kommt der Spacken. Hm. Okay. Tornado. Tornado.
gut. Und dann nochmal Tornado. Tornado! Initiiert Kontrollreparatur. Okay. Das war's mit dir, du Backen. Gut, dann tauschen wir dich wieder gegen ihn. Zerstörung regnet vom Himmel. Oh nein, nicht die Zerstörung. 3D-Attacke. Falkenhieb. Gut. Kreuzschlag. Normalen Angriff. Bye. War nett mit dir. Eigentlich nicht. Das war's. Diese Hülle von Lavorz. Drinnen noch stark. Eiler, nicht aufgeben. Ich mach dich fertig. Wie die letzten 500 Male auch. Könnt ihr euch drauf verlassen? Was für ein widerwärtiger Ort. Unheimlicher noch als die Burg von Magus, Quack. Geruch von Lava wird immer mehr werden. Dann speichern wir darüber. Benutzen unser Zelt. Und hauen Lavos ins Gesicht. Das ist unser Plan. Wir hauen Lavos ins Gesicht. Ohne Rücksicht auf Verluste. Hi. Stehe mir bei, Cyrus Quack. Eiler gewinnen. Oh ja. Kann alle damit treffen. Dann musst du das einmal machen. Das macht nicht so viel Schaden, wie ich mir wünschen würde. Froschklatscher vielleicht. Boots! Und dann nochmal den Froschklatscher, würde ich behaupten. Batz. Dämonischer Wille. Okay, aber wir sollten nicht heilen. Denn wenn wir nicht heilen, haben wir gute Chancen, dass wir das gleich einfach mit Diplodocus und Froschklatscher einfach regeln. Wir sollten nur Chrono heilen. Bei Gelegenheit. Ja, das ist die krasse Sache. Okay, Chrono heilt sich. Dann lassen wir nochmal den Frosch klatschen.
Und den Diplodokus-Dokussen. Dann... dreifache Attacke. Gut, bye. Das war's für dich. Du Lappen. Oh oh, vielleicht hätte ich das nicht sagen sollen. Aber dennoch. Da ist er. Was für ein teuflisches Spiel wird hier gespielt? Quark. Dieses Wesen teilt die Fähigkeiten aller Kreaturen dieser Planeten zu besitzen, Quark. Kam es aus diesem Grund zu uns, Quark? Um sich all unseren Fortschritt anzueignen, während es seelenruhig unter der Erde schlummert. Quark, wie niederträchtig! Wenn das ein Scherz sein soll, dann ist das kein besonders guter Quark. Niemandem steht es zu, das Leben anderer nach Lust und Laune für seine Zwecke zu missbrauchen. Okay, weglaufen schlimmer als wir leben nicht. Zu deinem Vergnügen, Quark. Geh nach Hause, Larvos. Geh nach Hause. Okay. Dann du setzt am besten einen Starkäther ein. Du machst den Klatscher. Du machst Barrierensphäre auf sie. Da sollte sie ultimativ vor magischen Angriffen sicher sein. Dann machst du das. Du haust eine auf ihn. Und du haust drauf. Du machst das. Du machst eine Schutzsphäre auf ihn. Ich hoffe, dass die stacken. Hol Lavas-Module zurück. Aber nicht für lange. Dann machst du das. Du machst das. Und dann schützt du dich auch. Und dann lassen wir den Frosch noch ein bisschen klatschen. Okay, das könnte gefährlich sein. Okay, zufällige ZV. Dann du machst einen Super Äther. Dann brauchen wir Chrono im Prinzip nur für Items. Oh, das ist lächerlich. Muss ich zugestehen, die sind einfach so lächerlich stark. Oh. Ja, das war's. Oh Gott, das ging sogar noch viel schneller. Das ist einfach so lächerlich stark.
Das ist einfach. Also ernsthaft, das ist lächerlich. Wie kann das so stark sein? Und so eine dumme Animation haben. Das Ziel des Propheten. Das nächste Mal müssen wir ihn besiegen, wenn... Oh. Ist das, wo wir aus der Vergangenheit rausgeschmissen werden? Müsste. Der Prophet gewinnt. Sehe ich nicht gerne. Oh ja. Sie lädt das auf. Damit versiegelt sie die Zeit. Oh, ich weiß genau, welche Zeit wir brauchen. Wo uns klar wird, dass wir ja im Prinzip das Amulett haben, weil Male es ja auch besitzt. Um in den Meerespalast zu kommen, müssten wir es aufladen. Aber tatsächlich tun wir das dann am Ende nicht. Sondern gehen direkt zu Lavos durch den Eimer. Und dann sollten wir das letzte der 13 Originalenden kriegen. Dann bleibt nur noch die Extras der PC-Version. Hui. Oh oh. Aber schön, die leben ihr Leben. Einfach zusammen. Und haben den Spaß ihres Lebens. Das sei ihnen gegönnt. Soll die Geschichte doch umgeschrieben werden. Soll die Welt doch untergehen. Und wenn das bedeutet, dass auch ich meinen Abschied nehmen muss, so nehme ich mein Schicksal mit Freuden an. Spüre meinen Zorn, Lavos! Nur wird es leider nicht funktionieren. Würde ich behaupten. Nur wird es leider nicht funktionieren. Okay, Ende Nummer 11, das Ziel des Propheten. Ja. Gut. Einmal nochmal gucken. Ja, da fehlen uns die. So, in dem Sinne würde ich sagen, das war's für heute. Wir werden noch ein, zwei Sachen machen müssen, aber das wird alles schon. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es weitergeht mit Chrono Trigger. Haut rein, bis dann und ciao.